Heute erzähle ich euch, wie man in den USA ein Arbeitsvisum bekommt. Und nach dem Arbeitsvisum kann man in den USA sogar eine Green Card beantragen und danach auch amerikanischer Staatsbürger werden. Ein Weg, den jeder von euch einschreiten kann, wenn er nur will. Das Arbeitsvisum in den USA wird genannt H-1B. Wenn man den in der Tasche hat, kann man in den USA für 3 Jahre arbeiten, danach weitere 3 Jahre das Visum verlängern. Man kann im 5. Jahr auch die Green Card beantragen. Mit der Green Card ist man offizieller Anwohner der USA und nach 5 Jahren Green Card kann man die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen. Aber einen Schritt nach dem anderen. Egal, ob du nun in Deutschland lebst und egal, auch welche Staatsangehörigkeit du hast, dieser Prozess ist im Grunde für alle gleich, wenn man den H-1B erhalten möchte. Der wichtigste Begriff heißt Sponsorship. Merkt euch den Begriff Sponsorship. Den kann man am besten übersetzen mit Förderung. Denn der H-1B, den bekommt man nur dann, wenn man ein in USA ansässiges Unternehmen, wenn ein in USA ansässiges Unternehmen dich fördert, also sponsert. Das läuft folgendermaßen ab. Das Unternehmen in den USA füllt für dich beim Arbeitsministerium hier in den USA einen Antrag aus, in dem er sagt, wie viel er dir zahlen möchte, wie so die Arbeitskonditionen aussehen, was du so genau machen sollst und so weiter. Nichts Ungewöhnliches also. Direkt danach muss er das Formular beantragen, das nennt sich hier I-129 oder 129. Könnt ihr euch einfach mal anschauen, hier unten habe ich mal die URL eingeblendet. Piep, piep. Das wird dann der amerikanischen Einwanderungsbehörde, dem USCIS, dann abgeschickt und die genehmigen dann den H-1B. Tatsächlich ist der Prozess so einfach. Habe ich tatsächlich gesagt? Tatsächlich ist der Prozess so einfach. Aber wenn da nicht ein kleines Hindernischen wäre, wie finde ich ein Unternehmen, das mich sponsert? Und das ist genau der Casus Knactus des Ganzen. Ich sage euch schon mal, was nicht funktioniert. Oder zumindest sehr unwahrscheinlich ist. Sich einfach aus Deutschland für ein amerikanisches Unternehmen über die Jobportale bewerben. Warum das so ist, dazu habe ich hier mal ein Video gemacht, also hier klicken, kurz eingeblendet. Fast alle Unternehmen wollen ja eigentlich niemanden sponsern, weil es am Markt, am amerikanischen Markt ja sowieso genug Arbeitskräfte gibt, die eine Arbeitserlaubnis haben. Warum also sich herumschlagen mit komplizierten Formularen und Behörden? Ihr seid also erstmal so im Nachteil. Aber jetzt die gute Nachricht. Ja, es gibt sie. Unternehmen, die willig sind, dich zu sponsern. Und solltet ihr mal einen im Jobportal finden, der das öffentlich dann ausgeschrieben hat, dass die auch Ausländer sponsern, also ihr, deutsche Ausländer, da kann ich nur grinsen. Das ist entweder ein Fake, sozusagen irgendwelche Betrüger, oder wenn die es ernst meinen, ist das so, als würde man einen 100-Euro-Schein beim Kölner Karnevalszug in die Menge schmeißen. Und du siehst das live im Fernsehen und denkst dir, jo, da fahre ich gleich hin und hole mir das Geld, was da auf dem Boden liegt. Es ist ja auch so, dass aufgrund der Antidiskriminierungsgesetze, die nicht einschränken dürfen, zum Beispiel ein französisches Unternehmen in den USA schreibt in die Jobbeschreibung, nur Franzosen dürfen sich bewerben. Das ist verboten. Deswegen bewerben sich dann mindestens 1 Milliarde Menschen für diesen Job. Okay, also, aber welche realistischen Wege gibt es? Über den Arbeitgeber in Deutschland. Klar, wenn dein Unternehmen in Deutschland eine Filiale in den USA hat, kannst du um Versetzung bitten oder wie auch immer. Die erledigen das für dich und zick, zack, bumm, H-1B, zicki, zacki, bummi, H-1-bummi. Ist das nicht gegeben mit dem Arbeitgeber, bleibt nur noch eine Sache, nämlich selbst suchen und finden. Ich mache das schnell. Also, melde dich bei LinkedIn an und baue dein Profil auf. Finde Unternehmen, bei denen Deutsche in Führungspositionen sind und schreibe die persönlich an. Fast richtig. Rufe die an. Rede mit denen. Am Telefon. Frag nach. Mache dich sympathisch. Bereite einen Gesprächsleitfaden vor. Mach eine Story. Einfach anrufen und fragen, ey, ich wollte mal nachfragen, so, weißt du so, sponsern, H-1B, weißt du, was ich meine, ne? Hey, ich habe gehört, du bist aus München und betreibst ein eigenes Unternehmen mit im Bereich Quatsch mich voll in den USA. Ich hoffe, ich störe gerade nicht, aber ich bin ein Wundermensch aus
Haxenhausen und wollte dich mal fragen, ob du ein naher Verwandter von Familie Lauskuchen bist. Bla 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 bla. Also, nö, mit denen habe ich nichts zu tun. Ist nicht XYZ euer Wettbewerber? Ja. Kennst du den Michael aus dem Kuckuckspieps GmbH? Ja, den habe ich schon mal gehört. Wer bist du eigentlich? Ja, ich arbeite im Bereich bla bla bla. Ich bin total fasziniert von dir, weil du eine eigene Firma in den USA hast. Bla bla. Also erstmal so Türe zum Smalltalk öffnen. Ja? Schmiere dem ein bisschen Honig um den Mund, rede so mit ihm, wo der denkt, dass der ein interessanter Typ. Vielleicht können wir mal zusammenkommen. Als nächstes eine E-Mail an den schreiben, in Kontakt oder an ihn oder sie in Kontakt bleiben. Ein paar Sachen per E-Mail schicken, von denen man am Telefon gesprochen hat. Und bingo, schon hast du einen Kontakt. Naja. Wenn der Typ ein Arsch ist, weg mit dem. Nächsten anrufen. Dann Kontakte priorisieren. Eine Liste machen. Wenn du 100 solcher Unternehmen durchtelefoniert hast, schauen, mit wem du am Telefon am besten zurechtkamst. So einfach im Jobportal einen Lebenslauf anhängen, auf Senden klicken, ist einfach super easy. Deswegen funktioniert es auch nicht. Also, die Pi mal Daumenformel. Für mich jedenfalls. Wenn es einfach ist, wirst du keinen Erfolg haben. Ist es richtig anstrengend, zieht es das letzte Stück Energie aus dir heraus und du hast so richtig keinen Bock darauf. Ja, das muss der richtige Weg sein. Das ist jedenfalls meine Philosophie. Jeder mag da so seine Erfahrung haben. Es ist nämlich so, diese Unternehmen posten ihre Jobs nicht öffentlich, aber viele von denen sponsern, wenn es gerade passt. Manche davon einfach spontan, aus Lust und Laune. Viele haben Bedarf, kein Suchender weiß es. Rufe dich durch, versuche diese zu finden. Wenn du das so machst, gebe ich dir eine Erfolgschance von 5-10%. Also von 100 Anrufen, sage ich mir, wirst du mindestens 5 gute Kontakte knüpfen. Ich sag mal so, bist du unter 5, machst du was falsch. Wenn du auf dich aufmerksam machst, sagt irgendwann einer dieser leitenden Typen, ey, komm doch mal vorbei. Dann steigst du in den Flieger eines Tages, sagst Hallo ganz persönlich. Am besten kombinieren, damit du mehrere Leute direkt triffst. Gehst ein Trinken, Essen. Natürlich musst du über ihn sprechen, über sein Business sprechen. Zeig ihm, wie sehr du interessiert bist an seinem Geschäft und an seinen geschäftlichen Problemen. Ich sage immer sein, ne? Ich meine auch ihre, also alles. Aber biete ihm nicht direkt an, dass du gesponsert werden möchtest. Ja? Er soll selbst das Angebot machen. Hey, warum arbeitest du denn eigentlich nicht für uns? Es muss nicht so sein, wie ich das hier schildere. Ja, jeder hat seinen eigenen Weg, erfolgreich zu sein. Aber ungefähr diese Art von Plan brauchst du, um Fuß zu fassen und Kontakte in den USA zu knüpfen. Meine Empfehlung, E-Mail ist nur ein Tool. Formulare ausfüllen ist nur ein Tool. Aber dein Mundwerk, das hat Power. Wenn du das zum Einsatz bringst, findest du diese Unternehmen. Und ich garantiere dir, du wirst mehrere finden und am Ende dann noch vor der Entscheidung stehen, New York, Texas oder Kalifornien? Wo soll ich die nächsten 3 Jahre verbringen? Ich sag mal so, spät abends mit irgendwelchen wildfremden Menschen telefonieren, ne, wegen dem Zeitunterschied. Alles protokollieren, E-Mail schreiben und gegen 8 Uhr morgens sich schlafen legen mit dem Wissen, ich habe keinen Cent Geld verdient, sondern einfach nur Kontakte geknüpft. Was mache ich da eigentlich? Das ist nicht einfach. Aber wenn das Ziel klar ist und du das durchziehst, klappt es. So, in Teil 2 erzähle ich euch, was es eigentlich mit dem H1B an Rechten und Pflichten so an sich hat. Also kurz mal angenommen, ihr bekommt den H1B, weil ihr seid ja so zielstrebig. Ne? Was ist das jetzt genau? Ja? Also ein paar mehr Infos über den H1B. Und ja, habt ihr Fragen soweit? Wie ihr schon festgestellt habt, ich beantworte sie alle, wenn ihr sie als Kommentar unter dem Video hier veröffentlicht.